Moin moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die in der Hordennacht am Tag oder Nacht 28 zusammen mit dem Nordic. Ja, guten Tag. Da kommen wir auch schon. Ja, und primär gehen sie erstmal auf den Turm, okay? Spiel. Weißt du was? Ich mach mal kurz was. Ich setze mal einfach die Frames. Vielleicht merken die das dann. Ich gehe auch selber mal hier drauf. Naja, im Prinzip reagieren sie auf die unsichtbaren Blöcke. Das ist wahrscheinlich. Jetzt kommen sie. Oh, dein Turm ist deaktiviert. Ja, weil ich zu weit weg stehe. Ab. Ja, jetzt kommen sie nämlich auch. Wunderbar. Sommer. So, ja, da ist noch einer drin, ein grüner. Das war's. Ah, jetzt muss ich nachladen. Da wird eine ganze Menge unten drin. Ja. Setz nochmal die Spikes hier hin. Die Frames. Und ich gehe nochmal hier drauf. Ja, vielleicht reichen noch ein oder zwei Frames oder so. Ja. Als dauerhafte Einrichtung. Jetzt kommen sie auch hier. Ich weiß aber nicht, ob das daran liegt, dass ich hier stehe. Nee, ich denke mal schon daran, dass die Frames das machen. Ja. Da haben wir guten Parkourläufer und er ist runtergefallen. Eine fitte Big Mama. Aber die versuchen schon gar nicht mehr hier rüber zu springen, das ist schon mal gut. Dafür hatten wir das ja auch gemacht. Ne, das interessiert die gar nicht mehr. Unter uns sind welche? Ja, und hinter die jetzt auch gerade. Ja. So wollen wir uns halt jetzt zwischenzeitlich wegmachen. Ich guck nochmal gerade. Ja, der hat schon einen Bolt weggeschlagen. Oder eine Platte. Jo, das passt. Okay.
Na, wo ist er? Perfekt. Na, der war schon tot. So, sehr schön. Alter Schwede! Das hätte ich nicht gedacht, dass er so genau springen kann. Na gut, muss man rein theoretisch sogar komplett dicht machen. So, gucken, da sieht es ganz gut aus. Unten fehlt ein dicker Block. Oh, schade. Nicht mal irgendwie ein bisschen. Vor dir. Na, bleib stehen. Okay. Huch. Ah, ist kaputt. Shit. Nächsten kann kommen. Ach, spring mal ruhig da runter, das ist eine gute Idee. Ja. Uch, so noch wieder. Oh. Was ist hier unten los? Oh ne, das geht. Na schön. So, nächster Spider, komm ran. Was ist mit dem los? Springt einfach durchs Bild. Oh, damit habe ich ein paar. So, Brücke weiterhin sauer, das ist gut. Ah, komm schon. Wenken der. Oh, ist einer hier. Oh. Zusammengeworfen wie die Mafia. Oh, hi.
Oh shit. Ich muss mal ran was zum Heilen nehmen. Ja, ich glaube, ich sollte auch mal was nehmen. Okay, dann lasse ich. Da ist noch ein Painkiller drin. Naja, ein bisschen. Ist noch gut, ist noch gut. Okay. Bei mir reicht das, glaube ich, auch erstmal. Ist aber noch kein Geier gekommen, ne? Nee, bis jetzt noch nicht. Mal. Na, komm schon. Unter uns ist ein bisschen Action gewesen gerade, aber ich glaube, die gehen einfach nur durch. Ah, da ist er, ja. Oh, wobei. Ja, denn, da. Na, da kommt wieder einer hoch. Mann, können die genau springen? Ich glaube, die springen von der Seite dazwischen, ne? Irgendwie. Ja, die kommen genau, die springen ganz genau da durch. Das ist echt krass. Richtige Kunstspringer sind das. Da kommt wieder einer. Ist der hier oben? Nee. Und gleich 1 Uhr. Lebst du noch? Ach, komm schon. So, nun komm mal ran hier. Ich geh noch mal ein bisschen auf Pistole. Na komm. Auch wieder ein Spider-Bomb. Oh, hier. Ich muss, glaube ich, noch mal gerade mal ein Dings nehmen. Tablette. Na, nun mach. Oh, scheiße. Okay. Na ja, cool, ein bisschen Munition gefunden. Das können wir gebrauchen. Achtung vor dir. Ach, die ist schon tot. Mann. Jetzt gehen sie da vorne auf den Pfeiler. Puh. Oh, schön, ganz viele gelbe Säcke. So, ich habe noch etwa 400 Schuss.
sind schon ein paar, würde ich sagen. Ja, so zwei, drei. Also die Munition brauchen wir schon. Nächste größere. Da kommt die nächste Runde, die ihr Glück probiert. Noch 300 Schuss. Also ich habe für beide Waffen noch, aber bei der Pistole hatte ich jetzt irgendwie 600. Habe ich jetzt auch noch 300. Und dann habe ich noch knapp 150 für das andere Schießgerät. Naja. Ich bin schon tot. Oh, was kommt denn noch alles? Da sind auch noch etliche. Gut. Kam da gerade was geflogen? Oder war das nur ein... Ich hab nichts mitbekommen. Ich dachte, ich hätte einen Schatten gesehen. So, so viele scheinen es nicht mehr zu sein. Achtung, neue Welle hier oben. Stehst du nochmal auf oder nicht? Oder stehst du nochmal auf? Ah, jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich nehme mir vorsichtig aber noch ein bisschen Moon raus. Ja, ist noch was da? Bisschen ja, aber für dich sind noch zwei Stacks 9mm da. Ah ja. Wieder so weit runter, das gibt's doch nicht. Was trinken muss ich noch? No, wie schnell steht der denn wieder auf, verdammt? Unten ist wieder was kaputt gegangen. Ah. So. Ich glaube, ich lasse immer ein bisschen näher rankommen und dann weiß ich mal mit der Pumpgun weg. Wie viel schluckt der denn? Jetzt hab ich ihn.
Ah, so langsam. Ich glaube. Jetzt ist Feierabend. Ich glaube, wir haben es. Zumindest kommen wir haben keine mehr, da noch einer. Wahrscheinlich der letzte sein. Oh, bei hier unten ist noch einer. Ich höre noch kloppen. Glaube ich. Ja. Ich glaube, ich gehe mal runter. Ja, Dito. Kann man direkt auch mal looten, bevor die Sachen verschwinden. Ja, so schnell verschwinden die nicht. Wer ist die? Hörst du die? Hört sich an, als wäre die. Ja, ich höre die auch. Ich habe das Gefühl, die ist da irgendwie drin. Wie als wäre die fehlgespawnt. Als wenn sich irgendwo reingebuddelt hat. Ja. Also ich habe das Gefühl, das kommt wirklich von hier. Aber da war ja auch keine Höhle oder so. Taktisches Sturmgewehr. Naja. Ja, ich kann ihn nicht orten. Keine Ahnung. Also ich bin der festen Überzeugung hier irgendwie. Aber es hört sich auf der anderen Seite wiederum nicht so nah an. Oder es sei denn, sie ist unter die Karte gebackt. Ja, so irgendwie so, weiß ich nicht, 5 Blöcke oder so unter uns. Weil die hört sich irgendwie auch hier ein bisschen weiter weg an. Das ist nicht mal eben so ein Block daneben. Ja, deswegen. So, also ich schätze 5 ungefähr. Ich könnte jetzt rein theoretisch mal runterbuddeln und gucken. Hm. Vielleicht durch die Blöcke oder sowas, durch diese schwebenden Blöcke, dass sie da irgendwie... Ja, das denke ich auch. ...Probleme hatte. Also hier ist es lauter. Okay, also ist die tatsächlich runtergebackt, wie es aussieht. Das ist auch komisch. Ist auch noch nie passiert. Ja. Ah, nichtsdestotrotz, haben wir. Wollen wir gleich zerlegen den Ramsch. Oh, Geld. Ah, die ist aber sicherlich innen irgendwie. Die kloppt ja auf irgendwas ein. Das kann eigentlich kein Sand sein. Ne. Hä? Ich höre die. Also,
Ah, ich hab kein Benzin mehr, verdammt. Ich fülle es jetzt einfach mal mit Frames auf. Nur damit hier was gefüllt ist. Muss ja nicht irgendwie stabil sein. Nö, stimmt. Aber dass wir die nicht finden. Nicht, dass die in irgendeinem Block drin. Ich glaube, die ist genau im Betonblock drin. Ich meine, du kannst dir das ja mal anhören, wenn ich oben bin. Na super. Fällt dir genau mittendrin. Ja, als wenn die hier direkt hier drin ist. Ja, genau. Lebendig einbetoniert. Oder so. Oder auch nicht lebendig. Willst du mal durchgraben? Ja. Warte, ich komme mit. Obwohl. Du hast nicht zu wenig Benzin dabei, ne? Aber ach so, sind ja eh schon durch. Ja doch, hab ich. No, oder? Ich glaube, brauchen wir nicht mehr. Ah, da ist sie. Warte, ich krieg sie gleich. Moment. Ich habe auch noch eine Rohrbombe. Ja, oder so. Ja, ja, da brauchst du nicht. Ja, krass, hatte ich auch noch nie. Also, was soll man sagen? So. Das heißt, sie war direkt unter dem mittleren Block, unter der Senke. Ja. Mist. Also ist sie nur durch den obersten Block durchgekommen, weil da drunter war, glaube ich, nichts mehr. Da hatten wir einen Hohlraum und da ist sie nur diesen einen Block durchgepackt. Okay. Ja, gut. Ist dann so, wie sie ist. Nicht ja, gut, ich... Ja, das ist natürlich mit den Blöcken, das ist nicht ganz optimal. Also, das ist, Naja. Ja, ein bisschen was haben sie weggemacht, aber ich dachte eigentlich, der Schaden wäre sogar größer, also... Ja. Ja, sie hauen eben halt geradezu. Zum Glück können sie nicht nach oben schlagen, weil sonst wären die Blöcke nämlich weg. Aber so, das sind eher, glaube ich, mehr so Zugfallstreffer hier. Naja, gut, was heißt Zugfallstreffer jetzt auch nicht, aber... Die können ja nicht konkret nach unten oder konkret nach oben schlagen. Also zumindest jetzt nicht so, dass sie jetzt sich hier entscheiden, wenn sie hier stehen, ich schlage jetzt nach oben. Das machen sie ja nicht. Ja. Nein, nein. Ah, verdammt. Naja, gut. Das war ja okay, sagen wir es mal so. Aber trotzdem hier und da, man merkt eben dann doch dann schnell die Schwächen von der Basis hier. Also das mit den Frames ist nicht so ganz optimal. Also das hier vorne ist nicht so ganz mit dem Tower nicht so ganz optimal. Also so hundertprozentig ist es nicht. Aber wir haben es ja insofern gut überlebt und gut verteidigt. Also von daher, abgesehen von der Munitionsmenge, die wir rausrotzen. Aber ansonsten ist es gut gelaufen. Jo. Ja. Kann man so sagen. Ja, dann würde ich noch mal sagen, machen wir an dieser Stelle gleich mal einen Cut, oder? Ich meine, wir haben die Horde überlebt. Alles gut. Ja, würde ich sagen. Würde ich sagen, krass. Knapp 25 Minuten gingen die jetzt, ne, die Horde. So circa, ja, wir haben ja direkt mit der Horde angefangen. Ja. Also, ja, wir haben schon stramm durchgezogen. Jetzt sind wir bei 30 Minuten, also. Naja, 25 Minuten, genau. Ja, ja. Ja gut, dann müssen wir mal schauen, wie wir weitermachen. Ja, wie schon gesagt, also bald kommt ja auch die neue Alpha. Jo. Und, da wird sich halt noch zeigen, wann das kommt und wir schauen dann mal, wie wir dann gegebenenfalls in der nächsten Folge weitermachen. Dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Einschalten und dabei sein und wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Genau, macht es gut, treibt es nicht zu bunt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.